1000 Mal. Herz, Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Und hier kommt die neueste Folge. Herz, Seele, Ball, das ist die Ausgabe für Mittwoch. Wie sich die Bilder gleichen. In meinem Burgpark herrscht Stille. In Bielefeld auch. Wieder 6:1. So wie gestern in der Addition. Diesmal für Wehlen Wiesbaden. Das Herz des Fußballs schlägt in Hessen. Und Arminia Bielefeld, ein Verein, mit dem ich so viel erlebt habe in der dritten Liga. Bin gespannt, wie schnell die wieder hochkommen. Das wird sehr, sehr schwer. Aber Gratulation nochmals an den SVW in Wiesbaden. Da fällt mir ein, da habe ich mal ein Spiel kommentiert, als sie in der zweiten Liga war. Ronny König hat, glaube ich, damals dort gespielt. 4 Tore gemacht, ich meine, gegen Cottbus. 5:2 oder sowas. Und da hat Wien Wiesbaden im großen Frankfurter Stadion spielen müssen, weil ihr Stadion nicht zweitligatauglich war. Und da waren ungefähr 3000 Zuschauer. Das war gespenstisch und für den Reporter auch nicht gerade schön. Aber ich wünsche Ihnen ein stets volles Haus in Wiesbaden und Markus Kolczynski. Feiner Mensch, Schalker. So, die Umfrage, die wir gestern reingestellt haben, hier ist die Antwort. 39% mögen die Relegation, ja, und 61% sagen, bah, blöd. Das ist wirklich blöd. Ich weiß jetzt nicht, ob viele Hamburger und Bielefelder an der Umfrage teilgenommen haben, aber eine deutliche Mehrheit sagt, nein, wir mögen die Relegation nicht. Dafür freuen wir uns über diese sensationelle Schlagzeile aus der Bild-Zeitung. Bitte schön, hier lest ihr es. Ja, manchmal ist man ein Gewinner, manchmal ist man ein Verlierer. Und solche Schlagzeilen fabriziert man selbstverständlich gerne. Also, Dankeschön an den Springer Verlag für diese wunderbare Schlagzeile. Donnerstag bin ich beim Tennis und ich zeige euch gerne nochmal das Plakat in Dorsten mit Nicola Kiefer. Und kommt auf die Anlage, bringt ein bisschen Kleingeld mit, weil wir machen das für krebskranke Kinder. Das ist immer, finde ich, eine Sache, die man unterstützen sollte. Also Donnerstag das Ganze live aus Dorsten. Ja, ich freue mich darauf und bin gespannt, wie Nicola Kiefer so drauf ist. Die French Open laufen ja noch und wer weiß, vielleicht kommt da ein Deutscher mal wieder sehr, sehr weit. Und dann gibt es noch Häme, wie immer. Live-Bilder aus Hamburg von der Aufstiegsfeier. Ja, das ist immer so, wenn man auf die Mütze kriegt, dann gibt es dann viele, viele Leute, die sich darüber lustig machen. Und das machen sie auf diese Art und Weise, mit diesen Bildern und mit dieser Unterschrift. Naja, okay, wir haben einmal gegrinst und dann war es das auch. Und dann wünsche ich dem HSV auch irgendwann mal den Aufstieg. Es gibt noch ein paar Entscheidungen in den nächsten Tagen. Ich freue mich auf die U21-Europameisterschaft. Wir haben noch das Champions-League-Endspiel vor uns. Also insofern, Freunde, es wird Herz, Seele, Ball täglich weitergeben, hoffe ich, wenn wir alle gesund bleiben. Und hoffentlich habt ihr ein bisschen Spaß an uns. In diesem Sinne, wir sehen uns bis morgen. Achso, ich habe mich gefreut, weil ich heute einen kurzen Teaser veröffentlicht hatte bei Instagram. Tobi hat das freigeschaltet und da kam dann ein Zuschauer und sagte, ich bin dabei bei Ein Abend für den Frieden. Den veranstalten wir nämlich hier in Kempen am 20. Juni. Darüber berichte ich aber auch noch etwas ausführlicher in den nächsten Tagen. Vielleicht finden sich ja noch ein paar mehr, die zu diesem Friedensabend kommen wollen. Der wird wenig mit Fußball zu tun haben, aber letztlich ist Frieden wichtiger als Fußball. Tschüss, Freunde. Das war's für heute und Uli denkt schon jetzt am Morgen. Herz, Seele, Ball. Täglich neu.